Yo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch den Gift Cast to Friends Glitch zeigen. Aber als erstes muss ich ein bisschen was mit euch drüber reden. So. Ich will mich nochmal bedanken für die ganzen Abonnenten, für wie aktiv ihr im Livestream seid. Und ja, ich hoffe, es bleibt einfach so und es kommen immer mehr Leute dazu. Und dieses Video mache ich heute, da ich im Livestream öfters gefragt wurde, wie dieser Glitch funktioniert. Außerdem wurde der Glitch heute gepatcht, also, was heißt gepatcht? Es wurde ein kleines Feature rausgenommen, so dass es jetzt ein Rework ist, quasi, von dem Glitch, sag ich mal. Und der leicht verändert wurde, das heißt, wir werden euch heute die neue Version zeigen. Wenn ich sage wir, rede ich über mich und meinen Kumpel Ilya. Jo, was geht? Jo, er wird mir heute helfen beim Glitch. Weil natürlich, um den zu machen, braucht jemand, der euch ein Auto gibt. Und natürlich, auch wenn ihr ein Auto vergeben wollt, zeige ich euch beides. Als erstes werde ich ein Auto empfangen und als zweites werde ich ein Auto vergeben. Ilya ist natürlich schon im Casino. Ja, der Glitch funktioniert wie vorher, fast. Nur, dass ihr diesmal nicht in ein Rennen gehen müsst, sondern einfach übers Interaktionsmenü drin bleibt. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Und ihr werdet es eh gleich sehen. Ich werde alles Schritt für Schritt erklären, sodass jeder versteht. Und ja, lasst gerne ein Abo da und ein Like, wenn ihr das feiert. Schreibt doch gerne was in die Kommentare, wenn ich mehr solche Glitches machen soll. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn alles vorbereitet ist. So Leute, ihr dieses Auto werde ich von Ilya erhalten. Das heißt, wenn ihr das Auto erhalten wollt, dann müsst ihr es einfach eure MOC ungefähr hier so hinstellen. Und dieses Fahrzeug einfach am besten ungefähr, ja, hier so einfach dagegen fahren, passt schon. Was dann wichtig ist, dass ihr in eurer MOC ein LG R8 habt. Ihr könnt es auch mit irgendwelchen Straßenautos machen, würde ich aber nicht empfehlen. Ich würde empfehlen einfach ein LG R8, weil es eh sowieso kostet eh nichts bei den meisten. Ihr einfach beim Social Club anmelden, dann kriegt es ja kostenlos. Und ja. Was jetzt ganz wichtig ist, dass Ilya einsteigt mit dem Interaktionsmenü oder euer Kumpel halt. Was das bitte? So. Es gibt jetzt nichts mehr hier mit Rennen oder so. Also einfach ganz easy. Euer Kumpel einfach im Interaktionsmenü bleiben und sonst nichts machen. So, jetzt drehe ich Pfeiltaste nach rechts. Jetzt bin ich gefreezed. Er steigt einmal aus, er steckt da ein. Und das war's eigentlich auch dann schon mit diesem Part. Jetzt müsst ihr dann zur Parkhausgarage gehen. Diese reinfahren. Und einfach dieses links oben bestätigen. Sobald ihr das getan habt, seid ihr gefreezed in diesem deinem Casino-Screen. Jetzt einfach die PlayStation-Taste drücken und wieder jemand joinen. So Leute, wenn ihr dann rechts unten diese kleine Meldung habt, bekommt ihr auch gleich die große Meldung, wenn ihr jemand joint. Auf dieser wird dann stehen, möchtest du dieser Sitzung beitreten. In dieser Meldung drückt ihr einfach gar nichts, einfach mit der PlayStation-Taste und genau dem gleichen Typen noch einmal joinen. So, habt ihr dann ihn das zweite Mal gejoint, kriegt ihr diese Zielmodus-Meldung. In dieser Zielmodus-Meldung wartet ihr und sagt eurem Kumpel, dass er aussteigen soll. Da werdet ihr zweimal das... Genau hier einmal. Und dann das zweite Mal zweimal das Parkhaus-Garagentor hören. Wenn ihr das zweite Mal gehört habt, einfach Nein drücken, dann Optionen, Online, Grim Enterprise Starter Pack, Kreis, alles raus x'en, in diesem unsichtbaren Fahrzeug einfach aussteigen. Sobald ihr ausgestiegen seid, fallt ihr einfach komplett runter, ihr seid komplett unter der Map, aber ihr spawnt einfach wieder komplett um. Wenn ihr dann soweit seid, einfach, euer Kumpel muss sich einfach gegen die MOC lehnen. Genau, er sagt auch schon mal hier ein Like wieder da lassen. Alleine eintreten und wieder den gleichen Typen einfach nochmal joinen. So, seid ihr dann wieder jemand gejoint, seht ihr auch rechts unten. Einfach wieder warten auf die Meldung und in dieser Meldung einfach genau das gleiche wieder machen. So, habt ihr dann die Zielmodus-Meldung. Einfach diese verneinen, dann seid ihr unsichtbar. Einfach in euer Fahrzeug einsteigen, was ihr haben wollt. Und schon habt ihr es in eurer MOC drinnen. Am besten, wenn ihr es nochmal sicher speichern wollt, einfach nochmal das Outfit wechseln und dann einfach einsteigen und in eine andere Garage fahren. Außerdem wollt ihr das Fahrzeug wieder verlieren, dann lasst einfach hier stehen.
So, seid ihr dann bei eurer Garage angekommen? Und wenn ihr Auto fahren könnt, nicht so wie ich. Einfach das Auto, ganz gechillt reinfahren. Und dann gehört das Auto an der Stelle komplett euch und ihr habt es komplett gespeichert und es wird nie wieder weggehen. Aus der Scheiße. So, und jetzt als nächstes sehen wir es, wie es dann aussieht, wenn ihr das Auto vergeben wollt. Bis gleich. So, seid ihr dann am Ende, seid ihr dann hier bei dem Casino angekommen mit eurem Fahrzeug. Einfach genau das gleiche für euren Kumpel machen. Ihr stellt euch schön mit eurem Fahrzeug natürlich hier hin, wo das Fahrzeug auch davor stand. Er parkt seine MOC auch noch schön dahin. So. Sobald es hier steht, einfach nur noch auf euren Kumpel warten. Und dann habt ihr es gleich. Wer bis hierhin geschaut hat, ist auf jeden Fall ein Ehrenmann. Shoutout geht raus an euch alle. Wer bis hierhin geschaut hat, einfach mal bitte in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung. Hashtag MOC. Okay, wir machen Hashtag MOC. Genau. So, Jungs, da ist er auch. Mit seinem LG. Was eure Aufgabe ist jetzt? Einfach Touchpad aufmachen. Einfach fertig. Das ist eure Aufgabe. Mehr müsst ihr nicht machen. Ilja, man sieht's. Er kann einfach kein Auto fahren. Er wird jetzt einfach hingehen. Und an der Stelle habe ich ihn jetzt eingefroren. Jetzt kann ich ihn auf immer hier gefangen halten. Aber natürlich bin ich nicht so einer, deswegen steige ich aus und gebe ihn wieder, dass er wieder fahren kann. So, dann steige ich einfach wieder ein. In der Zeit, wo er dann einfach nicht Auto fahren kann, könnt ihr dann machen, was ihr wollt. Auf jeden Fall müsst ihr ab hier 45 Sekunden warten. Oder ich würde es auf jeden Fall empfehlen, mindestens 40 Sekunden. Wenn ihr safe machen wollt, einfach eine Minute. Aber 45 Sekunden funktioniert bei uns immer so. Wenn ihr hier auch sein Zeug macht, könnt ihr auch hier schon mal einstellen. Vehicles. Genau. Und euer Fahrzeug. Wer Fahrzeug zutritt, einfach auf jeder machen. Oder zumindest auf Freunde, damit er reinkommen kann. Und wenn er dann jemanden gefunden hat hier, den er joinen kann und eure 40 Sekunden rum sind, müsst ihr jetzt gleich rum sein, sagt Ilja mir dann Bescheid. So, habt jetzt einen. So, klasse, wenn er jetzt jemand hat und er ist in der Meldung, muss ich einfach nur noch aussteigen. So, jetzt bin ich ausgestiegen. An der Stelle braucht ihr Interaktionsmenü auch nicht mehr. Einfach wieder schließen und schön zu der MOC von eurem Kumpel hinrennen. Einfach einmal hingehen, R1 drücken und am besten noch, ich weiß, Like geil, aber Like da lassen. So, und dann sehen wir auch gleich Ilja, der aufploppt. Genau, da ist er. Geht ihr euch einfach schön hin. Guckt nochmal auf Safe, dass euer Fahrzeug auch offen ist. Ist es. Dann muss Ilja. Ja, klasse, er macht auch nochmal. Einfach hier schön auf alleine eintreten gehen. Und dann war es das eigentlich auch schon mit eurer Arbeit. Ihr seid jetzt fertig an der Stelle. Ich hoffe, Jungs, natürlich auch Mädels, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und lasst auf jeden Fall ein Like da.